Wir sind in Lübeck unterwegs und ihr seht, hinter mir steht ein Pepper und der hat sogar 5 Sterne. Und ich sag euch, der ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. Und das Fahrzeug heißt nicht nur Pepper, der heißt Hege. Und hier wird sogar Hege gelebt. Und was es hier auf sich hat, da frage ich nämlich mal den Besitzer. Das ist der Tom. Hallo. Und Tom ist ein ganz, ganz großer Pepper-Fan. Und er macht sogar dieses Jahr noch was anderes. Ich glaube, du hast schon mal ein Pepper-Treffen veranstaltet, aber dieses Jahr ist was ganz Besonderes, was du hier machst, ne? Ja, wir haben, also es gibt ja eine Menge Pepper-Treffen im Jahr in ganz Deutschland. Und wir haben uns überlegt, auch mal ein Treffen in, ganz im Norden, im hohen Norden zu machen. Und wir haben letztes Jahr in Friedrichstadt in Schleswig-Holstein ein Pepper-Treffen gemacht mit 66 Fahrzeugen und sind anschließend nach Dänemark weiter in Urlaub gefahren. Und dann haben sich einige Pepper-Teilnehmer bei dem Treffen uns angeschlossen. Und dann sind wir mit 13 Fahrzeugen nach Dänemark gefahren, auf die Insel Rømø. Und das hat denen so gut gefallen, dass sie uns ja so ein bisschen, ich hätte beinahe gesagt, genötigt haben, ein neues oder ein richtiges Treffen auch in Dänemark zu machen. Und das machen wir jetzt dieses Jahr im Juli. Also wir fahren auch mehr geworden. Genau, also wir fahren vorher auch wieder nach Friedrichstadt, fahren dann aber von Friedrichstadt mit 64 Pepper nach Dänemark. Und in Dänemark sind wir dann nachher insgesamt im Augenblick 174 Pepper. Oha. Und es können noch mehr werden? Ja, wir haben noch ein bisschen Platz. Also ich sag mal so, bis zu 200 kriegen wir unter. Wir sind dort auf Mars Camp. Das ist ein Stellplatz, ein neuer Stellplatz, der kurz vor der Insel Rømø ist. Und machen dort eine Woche lang ein Pepper-Treffen. Und dann kommt eben halt das Besondere, dass wir während des Pepper-Treffens einen Weltrekord aufstellen wollen, der auch vom Guinness-Buch der Rekorde begleitet wird. Wir wollen am Strand von Rømø mit diesen 174 Peppern das Peace-Logo stellen. Das klingt cool. Also, ihr habt noch Platz frei, ne? Wir haben noch Platz frei, ja. Wenn unter euch noch Pepperfahrer sind, die Lust haben auf einen Dänemark-Urlaub und auch an diesem Weltrekordversuch teilnehmen wollen, dann meldet euch. Gibt es eine Gruppe, wo Sie sich also melden können? Bei Facebook gibt es die Gruppe Pepper-Treffen im hohen Norden. Mhm. Das ist unsere Gruppe. Da sind wir jetzt irgendwie ich glaub, knapp 500 Mitglieder. Und die meisten davon kommen eben, oder viele von denen kommen eben mit nach Dänemark. Da kann man sich, kann man eben beitreten der Gruppe und bekommt alle Infos, die man benötigt, um dann noch mitzumachen. Perfekt. Also wenn ihr Lust habt und Zeit habt, meldet euch noch ganz, ganz schnell. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und ja. Genau, in 3 Wochen ist das Treffen. Also es wird dann ein bisschen Zeit. Welches Datum ist das? Das Treffen findet vom 9. Juli bis 15. Juli statt und der Weltrekord am Dienstag, den 11. Juli. Okay, ich drück euch die Daumen, dass es klappt. Danke. Wir werden wahrscheinlich wieder einige Fotos sehen. Oh ja. Videos hoffentlich auch. Videos, alles. Ja, und jetzt möchte ich euch einmal einen Pepper zeigen, weil ich folge dir schon ganz, ganz lange. Wir kennen dich noch aus der Pepper-Community-Gruppe. Ja. Irgendwann hieß es mal, der Name darf hier nicht mehr fallen. Aber ich möchte euch das Fahrzeug einmal zeigen, weil der ist wirklich schön. Das ist wirklich mal ein Pepper, der mit ganz viel Liebe zum Detail gestaltet wurde, von innen, von außen. Und ja, den wollen wir euch einmal zeigen. Ja, magst du uns den einmal zeigen? Also was, ja. Vielleicht hier erstmal. Mein innerer Deko-Monk. Ist das Deko? Thomas würde sagen, nein, es ist nicht Deko, das ist nützlich. Aber guckt euch mal alleine die Fahrräder, farblich passend zum Fahrzeug. Das ist schon richtig cool. Ja, da muss ich sagen, da haben wir einen kleinen Spleen. Aber wir mögen das auch, wir leben es. Und wir haben Spaß daran und wir freuen uns, wenn andere Camper oder Menschen das auch schön finden. Man muss es nicht machen, aber wir gehen dafür auf. Ja, wo wollen wir anfangen? Also es ist so viel, was man hier zeigen kann an diesem Fahrzeug. Also was mir natürlich direkt aufgefallen ist, ihr habt 5 Sterne. Richtig. Genau. Also das ja, war für uns wichtig. Ne? Also man wird es gleich sehen. Also wir haben es auch versucht drin, 5 Sterne mäßig einzurichten. Mit diesem Wohlfühlcharakter von 5 Sternen. Das ist der Weinsberg Pepper von 2020? Genau, das ist Baujahr 2020 auf Peugeot-Basis. Mhm. Und das ist der Pepper MF. Okay. Also die, die das nicht wissen, das ist der mit dem französischen Bett. Genau, das F in MF steht für französisches Bett. Sau cool. Einbruch zwecklos, tägliche Leerung. Ja, und dann haben wir uns ja noch was einfallen lassen. In der Zeit der E-Mobilität wollten wir dem natürlich auch Rechnung tragen. Das ist ein Hybrid-Pepper. Ja, wenn Knaus das selber noch nicht gemacht hat, dann gibt es jetzt wenigstens den Pepper auf Hybrid, ne? Die können auf uns zukommen, Weinsberg. Die haben unsere Adresse. Und ja, ist ein Gag, ne? Ja. Der Stecker hängt auch.
Genau, der Stecker hängt auch. Also immer, ja, wenn wir, der ist nicht mit Funktion. Nein, ist ohne Funktion. Aber wir werden eben halt angesprochen. Man zeigt uns den Daumen, wenn wir überholt werden auf der Autobahn. Die Leute finden das lustig. Und das ist für uns wichtig. Muckli ist auch mit dabei. Genau. Und euer Fahrzeug heißt der Hegge. Und Hegge, den Namen habt ihr ja gewählt, weil ihr ziemlich verbunden seid zu Dänemark. Genau, also Hygge ist ja ein dänischer Begriff, der für Lebensfreude, Freundschaft, Gemütlichkeit steht. Nicht umsonst sagt man ja, dass die Skandinavier die glücklichsten Menschen der Welt sind, weil die eben Hygge leben. Und das ist genau das, was wir auch versuchen, so zu leben. Und Hygge ist aber auch nicht nur so leben, sondern auch so einrichten. Also Hygge ist auch ein Einrichtungsstil. Und das werden wir dann aber gleich von innen sehen. Also das leben wir zu 100%. Und in Urlaub geht es auch immer nach Dänemark. Und zu 90%. Zu 90%. Ja. Nach Dänemark, ja. Der Hund hat gerade sein Halsband verloren. Ja, bevor wir reingehen, wollen wir mal einmal vorne gucken. Ja, können wir gerne. Weil ich glaube, dieses Video wird bestimmt sehr, sehr lang, weil es gibt hier so viel zu zeigen. Und Muckli ist auch gut zufrieden. Ja. Mein Hund. Nee, der ist zu groß. Ja, hier vorne hast du auch einiges abgeändert. Ich sehe natürlich direkt Dänemark fahren. Ja, also diese Wimpern, sagt man ja dazu, die waren auch in den Pepperfarben, also Anthrazit und Kupfer. Die haben wir entfernt und haben dann eben halt unsere dänischen Wimpern dort dran gemacht als Erkennungszeichen. Und ja, die Front ist für uns am Fahrzeug sehr wichtig. Wir haben da tatsächlich eine ganze Menge gemacht, angefangen über die Spiegelkappen mit dunklen Blinkern und dynamischen Blinklichtern. Wir haben Spurplatten eingebaut mit Kotflügelverbreiterung. Ein Spoiler unten, der ein bisschen, er bringt so nichts, das ist also rein Optik. Das sieht richtig gut aus. So, dann haben wir vorne diesen kleinen Bügel, der aber mehr dazu dient, die Leitbar zu halten. Die Leitbar ist so konzipiert, dass man die hier mit dem Stecker jederzeit wieder abschrauben kann. Und dann kann man diesen ganzen Bügel, kann man dann eben hinter dem Nummernschild so rausziehen, wenn man das irgendwie mal abbauen muss. Dann haben wir eben halt auch unseren Steinschlagschutz, wo wir dann unsere Beklebung dann auch dementsprechend so ein bisschen verändert haben. Edelstahl, Lüftungsgitter, also ein bisschen, dann hier Kühlergrill haben wir jetzt gerade ganz neu gemacht. Und hier, na, das Detail wieder Edition Hygge. Ja, ne, also normalerweise steht da Edition Pepper drin. Hier hinter steht Edition Pepper vom Werk aus, ne, aber das ist natürlich verdeckt. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das so, Edition Hygge. Das sind so dann die Kleinigkeiten. Spiegelkappen habt ihr auch noch andere dran. Ja, wie schon gesagt, da legen wir einen großen Wert drauf. Normalerweise ist ja diese Einbuchtung dafür da, dass du darauf steigst, um dann eben deine Scheibe zu reinigen. Okay. So, aber die Hersteller sagen, bis 100 Kilo darfst du hier raufsteigen. Das wird bei mir ganz knapp, aber das ist jetzt nicht der Grund, weswegen wir dieses Blech da reingemacht haben. Das Blech dient dazu, wenn du reinsteigst, dass du dann diese Kunststoffstoßfänger nicht zerkratzt. Mhm. Dafür sind diese Trittbleche. Eigentlich wollten wir das hier nicht zeigen, Thomas. Hier ist nicht aufgeräumt, weil ihr seid mitten in der Vorbereitung fürs Treffen. Aber man muss es zeigen, auch wieder in der richtigen Farbe. Richtig. Das ist Hygges Anhang, ne? Genau, steht auch hinten drauf. Und dann haben wir jetzt gerade noch wieder neuen Aufkleber hinten drauf. Jeder Held hat seine Anhänger. Oh Mann. Also es schockt einfach. Ne? Dieses Fahrzeug ist wirklich, in jeder Ecke findet man irgendwie eine Kleinigkeit. Ja. Und ja, ist schön. Danke. Dass ich direkt sehe, ihr habt ein Fenster. Das hat uns damals in unserem Pepper gefehlt, weil man nutzt das schon, wenn man rückwärts fährt. Ja, ne? Also das hätten wir gar nicht gedacht. Diese Premium-Aufbautür zeichnet sich ja durch diesen Dämpfer hier oben aus, ne, der die Tür dann auch hält. Mhm. Und natürlich die Scheibe, dann den sogenannten Weinsberg-Brötchenbeutel und hier den Schirmhalter. Das mit dem Fenster, wir hatten immer gedacht, das bringt nur etwas Licht, aber nein, da sind wir auch hinterher drüber gefallen. Wenn du fährst und musst rechts abbiegen, kannst du viel besser sehen, wenn du da dieses Fenster noch hast. Also das ist schon wirklich toll. Wir haben, wenn wir gerade hier vorne stehen, das sieht man jetzt natürlich nicht, dann müsst ihr noch mal abends noch mal wiederkommen, die Fliegengittertür. Wir haben hier, wir haben hier noch mal eine LED-Leiste drin, dass wir dann auch tatsächlich abends hier unser LED, das Fliegengitter mit LED-Beleuchtung haben. Und trotzdem kannst du es eben halt auf und zuziehen mit Licht, ne?
Und eine Hegelfußmatte. Ja, das ist dann so das Willkommen in dem Fahrzeug. Jetzt echt, also genau. Es ist wirklich, wenn wir jetzt durchgehen, wir sind ja vorhin schon mal einmal hier durchgelaufen und es sind überall Kleinigkeiten, nützliche Helfer und es ist einfach so schön eingerichtet, wirklich. Und hier ist die Platte? Genau, das ist die Platte. Wir haben hier aber jetzt in diesem Fall dann nochmal einen zusätzlichen Mülleimer dran, den wir aber nur raufgesteckt haben. Wir können ihn jederzeit runternehmen und können dann hier diese Küchenzeile eben halt verlängern. Was wir selten machen, wir nutzen eigentlich immer mehr diesen Mülleimer hier. Mhm. Wir haben gerade gesehen, Einbruch ist auch zwecklos. Richtig. Da haben wir dann unsere Hausordnung. Ein Knüppel. Genau. Wenn mal jemand ums Fahrzeug nachts herumschleicht, hat man immer einen Meinungsverstärker zur Hand. Ja, dann willkommen in Hückel. Darf man Schuhe anlassen? Kannst du anlassen, natürlich. Ja. Ich komme mal hinterher. Krimskrams. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass der Kameramann noch Platz hat. Also wenn noch mal jemand sagt, ich hätte viel Deko, ne, Thomas? Das ist schon ein bisschen mehr als bei mir oder als bei uns. Sehr gemütlich. Das ist echt. Also es ist so, natürlich gibt es Leute, die sagen, es ist ein bisschen zu viel. Ja, okay, die Meinung kann man vertreten. Wir versuchen aber trotzdem eben halt, ich sag mal, viel zu machen, farblich abzustimmen und wie du vorhin schon gesagt hast, auch so kleine Helferlein, ne? Also dass man das dann auch immer irgendwie ein bisschen nutzen kann. Also nicht nur Gedöns, was man irgendwo hinhängt, sondern dann hast du hier deine Täschchen, dann hast du hier so eine kleine Pinnwand, dass du da mal was ranhängen kannst, einen Einkaufszettel oder irgendetwas. Das ist für uns immer sehr wichtig. Es soll für uns hübsch aussehen und es soll auch praktisch sein. Und man findet immer wieder irgendwo Hicke. Richtig, also das ist hier auch im Eingangsbereich haben wir es zweimal stehen. Ja. Das ist hier hinter dem Kameramann Thomas ist auch überall Hücke. Das Schildchen hier, also es ist wirklich, ja, es ist viel, ich weiß. Aber das ist so ein leerer Platz, wo wir gesagt haben, den wollen wir irgendwie nutzen. Und achso, weil du gerade die Kamera dahin zeigst, kann ich mal zeigen. Hier haben wir unseren Feuerlöscher für die Küche. Damit der so ein bisschen versteckt, aber trotzdem schnell zugänglich ist, falls mal was passieren sollte, was wir nicht hoffen. Da drüber ist ein kleiner Mini-Hegel. Genau. Mit Peperonis. Ja. Ja, dann haben wir, ich fange einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen. Wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit haben uns für diese Mosaikfliesen entschieden. Das ist ja als Spritzschutz, da haben wir natürlich auch drauf geachtet, dass es irgendwie zum Thema passt. Wir haben die Farben von dem Pepper, dieses Kupfer, Silber, Schwarz, haben wir gefunden in diesen Fliesen. Und dieses Fliesenmodell nennt sich tatsächlich Weltatlas. Also es passt zu uns, weil wir eben auch ja, durch die Welt, ne, so viel Zeit haben wir noch nicht, dass es die ganze Welt wird oder ist, aber eben halt durch die Gegend fahren. Das haben wir angeklebt, Spritzschutz und auch Optik. Also wie schon gesagt, es soll hübsch sein und es soll nützlich sein. Dann die Ablage, die habe ich schon öfters in der Pepper-Community gesehen. Ja, ich nehme das mal weg hier. Soll ich dir was abnehmen? Ja, kannst du das ja vielleicht mal halten. Wir haben jetzt diese Abdeckung für den Herd. Die haben wir auch ziemlich neu. Es ist so, dass sich unser Leben, auch wenn wir es hier drin uns schön hückelig gemacht haben, also sprich gemütlich, versuchen wir unser Leben tatsächlich irgendwie mehr draußen stattfinden zu lassen. Also wir kochen hier selten. Deswegen haben wir uns auch diesen Spruch einfallen lassen, dass man hier natürlich kochen kann, klar, aber wir müssen es halt nicht. Und das Schöne an dieser Tasche ist, finden wir hatten also vorher das, was du in der Hand hältst, einfach nur diese Abdeckung, die schon wunderbar ist und seinen Zweck erfüllt hat. Aber dann kam natürlich wieder noch was Neueres auf den Markt. Die wird nämlich auf die Glasscheibe raufgeschoben. Das ist eine Tasche. Und dadurch hast du auch im unteren Bereich Dein Schutz und es klappert nicht. Ne? Und selbst wenn dir das Ding mal aus der Hand fällt, hier so aus dem Finger, dann knallt das nicht auf die Glasscheibe, sondern eben halt auf diesen Filz. Das fanden wir sehr schön, deswegen haben wir die dann nochmal ergänzt. Aber die wollen wir nicht wegschmeißen, deswegen liegt die immer noch oben drauf. Ist richtig schön. Und Deko, Thomas, ne? Ist dein Thomas nicht so der Deko? Nee, wenn es nach ihm geht. Ja. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Aber vielleicht können wir ihn am Ende überzeugen. Ja,
Mal gucken. Ja, weiß ich nicht. Wo geht's weiter? Natürlich haben wir den klassischen Popo-Anprallschutz hier. Das ist dann, es ist natürlich hier ein bisschen enger. Das ist geschuldet der Breite des, der Innenbreite des Fahrzeugs. Und wenn mein Schatz hier wieder dann doch mal tolles Essen im Innenbereich macht, dann kommt sie hier manchmal vielleicht gegen. Oder wenn ich da längs gehe, das sind dann auch so Dinge, die wir dann selbst gebaut haben. Wenn dann ist immer Popo-Anprallschutz, damit das Licht nicht angeht. Das kennen wir noch von unserem Pepper, wie oft ist man da wirklich ja, so zack. Es ist ja nicht ist schlimm, aber man kann das eben halt mit ganz einfachen Mitteln, kann man das ändern. Und mittlerweile gibt es auch richtige Schablonen oder Rahmen, die über einen 3D-Drucker, aber das hat es damals noch nicht gegeben. Deswegen haben wir diese Griffe im Baumarkt gekauft und erfüllt den gleichen Zweck. Hier haben wir, wenn wir schon mal in dem Bereich sind, unsere Kopfstützen haben wir dabei, natürlich, falls wir dann mal mit mehr als zwei Personen fahren. Wir haben die aber abgenommen aus optischen Gründen und wir haben dann hier diese Kisten gekauft, die mit einem Klettverschluss, man hört das schon, da befestigt sind. Die können wir also abmachen und dann kannst du hier deine Kopfstütze wieder reinstecken. So, und es ist während der Fahrt gesichert. Wir brauchen also, das ist auch ganz wichtig, unser Deko nicht vor Fahrtantritt abbauen. Wir können also wirklich so, wie wir jetzt hier sind im Fahrzeug, sofort losfahren. Nichts rutscht hier irgendwie hin und her oder fällt um. Das war für uns immer sehr wichtig. Weil wenn du dann natürlich noch anfängst, dein ganzes Dekokram irgendwie noch wieder wegzupacken, dann hast du da irgendwie nachher keine Lust mehr. Ne? Und dann packst du es beim nächsten Mal auch nicht mehr wieder hin. Also für uns war es wichtig, dass wir das alles stehen lassen können. Und ich sehe da gerade, da sind noch mehr Heges. Ja. Miniaturheges. Das ist unsere kleine Sammlung, die wir haben alle anfertigen lassen. Und war eigentlich mal gedacht, dass man die vielleicht vorne ins Armaturenbrett da irgendwo legt, aber nein, das würde dann stören während der Fahrt und müsste wieder weggepackt werden. Die sind eigentlich zu Hause, stehen die im Regal, deswegen, aber wir haben sie heute für euch extra mal mitgebracht. Ja, und nochmal zur Dinette, da ist jetzt eigentlich nicht viel Besonderes. Natürlich diese ganzen Kleinigkeiten, Thomas hier, ne? Deko, ne? Unsere Lieblingsinsel Rømø, Dänemark. Und ja, unsere Kuschelecke. Der Tisch ist beim MF ein bisschen breiter als bei unserem, ne? Thomas, wenn man das jetzt so vergleicht. Also ich kenne ja nur den Tisch von dem anderen Pepper, also sprich dem MEG, den ihr vorher hattet. Ja. Da ist er tatsächlich, ich glaube, fast 20 cm schmaler. Ja, der ist tatsächlich größer hier, der Tisch. Funktion genau die gleiche mit dieser ausfahrbaren Tischplatte, aber er ist eben tatsächlich breiter. Was wir hier gemacht haben, das war eine der ersten Sachen, die uns wirklich Bauchschmerzen bereitet haben. Da war das Fahrzeug noch neu, da war noch fast das Preisschild dran. Da haben wir hier hinten eine versenkbare Tischsteckdose eingebaut. Also das hat wehgetan, da in die neue Tischplatte ein Loch zu bohren. Mittlerweile sind wir da ein bisschen schmerzbefreiter, aber das ist praktisch. Ne? Kannst versenken, wenn du sie nicht brauchst und dann natürlich auch wieder gucken. Die gibt es ja auch in anderen Farben, aber wir versuchen das immer halt irgendwie ein bisschen aufeinander abzustimmen. Zusätzliches Radio habt ihr noch mit eingebaut? Ja, genau. DAB-Radio. Dann haben wir, also wir sind auch Fans von diesen ganzen Sachen, die über 3D-Druck gemacht werden. Mhm. Da findest du bei uns im Fahrzeug auch viele. Wir haben hier unsere Brillenhalter, sogar mit unseren eigenen Namen. Da gibt es, glaube ich, jemanden in der Pepper-Gruppe, ne? Ja, gibt es. Gibt es in der Pepper-Community, gibt es den. Und da haben wir schon ganz viel bestellt. Also wie schon gesagt, unsere Brillenhalter mit Namen. Wir haben dort unsere beiden iPhone oder Handy-Halterungen. Hinter dir ist die Schlüsselhalterung fürs Fahrzeug. Also wir haben da so einige Dinge. Finden wir total klasse. Aber für uns lohnt es sich nicht, jetzt einen 3D-Drucker anzuschaffen. Wir kaufen die dann und unterstützen dann die Unternehmen oder die Leute, die das machen. Und vorhin hatte ich noch gesehen, vorne ist noch mal so ein kleines Geheimfach, was ihr da habt. Mein Schatz kann das mal zeigen da vorne. Das ist ja so, dass du zwischen den Sitzen immer so einen toten Raum hast. Ja. Man geht da zwar durch, aber trotzdem kannst du da ja nichts hinstellen. Da sind die Leichen verscharrt. Genau, du kannst die Hand gleich mal mit rausholen. Da ist die Hege vergraben, da schon mal die Hand. Genau, da komme ich gleich zu. So, und dann haben wir uns überlegt, dieser Platz da, und wir wollen da nichts hinstellen, was dann während der Fahrt vielleicht umkippt und, oder man muss es zur Seite nehmen, wenn man da durch will. Dann haben wir eben halt dort diese Kiste gebaut, das ist Marke Eigenbau. Und mussten wir natürlich darauf achten, dass die Sitze trotzdem drehbar bleiben und dass man auf die Kiste raufsteigen kann. Und haben da dann unsere ganzen Kabelkram, Verlängerungen, Steckdosen und Akkuladekabel und sowas haben wir da alles drin. Dinge, die nicht unbedingt im Kleiderschrank was zu suchen haben. Das ist so eine Krimskramskiste. Okay. Kannst du das sehen? Deine Seiten ist auch höher dran. Ja. An der Fußmatte? Nee. Nee, die Taschen, die an der Armlehne sind. Das sind ja auch diese Filztaschen, wo dann Hücke draufsteht.
Da oben ist ja dann unser Logo oder unser Name von Instagram. Hücke for Fun. Was habt ihr denn bei den IKEA-Haltern an der Seite gemacht? Die hatte ich ja auch, oder beziehungsweise habe ich jetzt ja. Im Fahrzeug auch noch. Was habt ihr da für einen Beutel drum gemacht? Ja, die kriegst du auch bei IKEA. Die bekommt man gekauft bei IKEA, die Beutel. Die kommst du gekauft und stülpst sie einfach nur so rüber. Ja. Das ist ja nicht eine coole Idee. Ja. Hier haben die natürlich so ein Dings, was du anklemmen kannst. Ja. Aber die habe ich einfach abgeschnitten. Genau, da war noch so eine Lasche dran. Genau, ne? Eine Lasche. So, die haben wir abgeschnitten und jetzt kannst du die da reinstecken. Und dann, ja, damit es nicht so doll nach Plastik aussieht. Ne? Ich wollte gerade sagen, das sieht richtig schön aus. Ich befürchte, Johanna. Wir müssen noch mal zu IKEA, ne? Ja. Also das ist wirklich, also wir versuchen auch darauf zu achten, dass wir eben halt Dinge finden, die nicht viel Geld kosten. Ja. Ne? Also, die sind ja ein Euro oder was? Genau, die kosten 50 Cent kosten diese Halter und ich glaube diese Beutel auch. Also das, 50 Cent. Man muss halt einfach mal die Idee haben. Wir werden auch manchmal durch andere erst darauf gebracht. Das sind ja nicht alles unsere Ideen, aber wir sind da sehr empfänglich für sowas und setzen das dann auch gleich in die Tat um. Ja, sonst haben wir da vorne eigentlich nichts weiter. Ne? Nö, jetzt nichts. Das hast du, glaube ich, schon alles drauf. Du hattest mich vorhin gefragt, ob wir Solar haben. Wir hatten überlegt, wir haben es nicht gleich mitbestellt und haben uns jetzt für eine andere Variante entschieden. Wir haben da unten dann unsere Powerbank-Stromversorgung. Da haben wir für uns entschieden, dass das die beste Lösung ist. Wir haben das letztens auch gemacht, da haben wir dann draußen den Opti-Grill haben wir da draußen angehabt. Da habe ich die Powerbank mit rausgenommen, draußen angeschlossen. Alles bestens. Also, habt ihr da noch einen Zusatzakku? Ja, der ist ein Zusatzakku. Ja. Wir haben es also die doppelte Leistung. Ja. Der untere ist ja der normale. Die normale. Und den habt ihr beim Fahren auch so fest. Also ja, der bleibt stehen, genau. Ja. Ja, da steht doch, da steht dann. Ja, und unser Hund Nico, der da seinen Platz hat, der ist dadurch so ein kleines bisschen auch noch ein bisschen geschützter. Ne? Ach, das ist das Hundebett? Da ist das Hundebett, genau. Da liegen die gerne, ne? Da liegen die sehr gerne. Der lag da auch immer richtig gerne. Also er hat kein Problem damit gehabt, dass wir ihm da ein bisschen Platz weggenommen haben. Wir haben nur eben halt sein Hundebett einmal umgedreht, aber es ist ein gleiches Bett geblieben. Also passt. Platz ist in der kleinsten Hütte. Ja, aber ihr seid auch Sylvie-Fans, ne? Ja, also, ja, sind wir. Ich könnte jeden Tag kaufen. Ja, die Sachen sind auch wirklich praktisch. Und ich finde irgendwie so ein Camper-Muss fast. Ja, ja, also hochwertig verarbeitet und einfach praktisch. Also wir lieben die Sachen von Silvi und haben, ich sag mal, fast alles. Ne? Fast alles. Okay. Das, was jetzt gerade in letzter Zeit neu gekommen ist, haben wir noch nicht, aber sonst. Die Teller, ne? Ja, das. Und Tassen, sowas haben wir noch nicht. So, die Hand, die du da hältst, um da noch mal ganz kurz drauf zurückzukommen. Das die Reste von der Leiche, die da unten in der Kiste vergraben genau. ist. Ne? Die war in unserer Kiste mit oder ist in unserer Kiste mit drin. Also wir mögen es natürlich auch, wenn Camper einen entgegenkommen, den zu grüßen. Aber manchmal sieht man das zu spät und dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, oh, der hat uns gegrüßt, ich habe das zu spät erkannt und der findet das jetzt irgendwie unhöflich, dass ich nicht geantwortet habe. Ne? Und so, und dann kam mir die Idee, dass wir, das ist auch ein Gag, ist das natürlich, ne? Diese Hand vorne im Armaturenbrett, im Lüftungsgitter befestigen können. Und dann steht die da und jeder, der uns entgegenkommt, hebt die Hand und er denkt, wir grüßen auch und freut sich und sagt, Mensch, das sind ja freundliche Pepperfahrer, die uns entgegenkommen. Was wir auch sind, aber das ist eben halt dann geschuldet, wenn man das wirklich mal nicht sieht. Niemanden und vergessen. Darf ich einmal nach draußen gehen? Ja. Einmal schauen, wie das von außen aussieht, wenn man grüßt wird. Ja. So, der kommt hier. Mal Pause machen, so, der kommt dann hier hin. So. Ach, wie cool. Ja, man erkennt es ja auch gar nicht, ne? Nein, du denkst, es ist eine echte Hand. Und dann, der grüßt jetzt hier so und dann so, ne? Lustig. Hast du ziemlich weibliche Hand. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ging nicht anders. Habt ihr das mal irgendwo gesehen oder ist das eure Idee? Also kann man das war unsere Idee, war das ja. Super cool, echt. Aber dann finde mal sowas. Ja. Ne? Also, da musst du echt auf Suche gehen, irgendwie so eine Puppenhand zu kaufen. Also, wir haben das ist ja total cool, ne? Also ich muss das nochmal wiederholen, cool. Nicht, dass man da uns irgendwie missversteht. Das hat jetzt nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern wirklich, wir grüßen trotzdem noch von Hand. Aber unhöflich wäre ja die andere Richtung von der Hand. Richtig, oder man lässt ein paar Finger weg. Ne? Ja. Also nein, also das ist, es ist witzig und es soll nett gemeint sein. Das steckt dahinter. Und einen Wackeldackel habt ihr auch. Ja, natürlich. Das ist kein Dackel. Nee, das ist... Genau. Ein Kampfhund. Ein Kampfhund. Ein Kampfhund, ja.
Ja, dann haben wir hier unser, das können wir auch nicht mehr missen hier, unser Tablett. Und falls jetzt irgendwelche bösen Anfragen kommen, nein, da wird kein Getränk draufgestellt. Aber man isst ja doch mal vielleicht irgendwie einen Schokoriegel oder ein Brötchen während der Fahrt. Mhm. Und dann kannst du das da vernünftig ablegen, ohne dass du es auf die Hose packst und dann schmierst du dich damit voll. Haben wir hier halt eben unser Tablett, was hier unten nur eingesteckt wird und festgedreht wird. Das möchten wir nicht mehr missen. Ne? Mhm, das ist wirklich klasse. Im Getränkehalter wird das reingesteckt, ne? Ja, genau. Das wird unten in den Getränkehalter reingesteckt. Und dann wird das auseinandergeschraubt, weil wenn dieser Getränkehalter, falls der verschiedene Öffnungsweiten hat, kann man das dann weiten. Das ist echt praktisch. Finden wir total toll. So, dann sind wir wieder auf Sendung. Jetzt. Wir sind wieder auf Sendung. So, jetzt kommen wir in den hinteren Teil. Wir haben vorne fast alles gesehen. Wir haben uns damals eben halt, also die Pepper-Kenner, die wissen das. Es gab mal drei Modelle, mittlerweile ja nur noch zwei, den MEG und den MF. Wir haben uns für den MF entschieden. MF sagte ich vorhin ja schon, F für französisches Bett. Für uns war es wichtig, dass wir das größere Badezimmer haben und dass wir richtige Kleiderschränke haben. Das war für uns sehr wichtig. Deswegen haben wir uns dafür entschieden und wir kannten das von zu Hause her. Mit der Bettgröße haben wir kein Problem. Weil einige sagen eben halt, sie möchten gerne doch jeder ein Einzelbett haben. Ist ja auch in Ordnung, aber für uns war das die beste Lösung. Und ja, und dadurch, das siehst du gleich, wenn du dann da reingehst, das Badezimmer hat eine ganz andere Anordnung, die wir einfach gut finden. Du kannst zur Toilette gehen. Trotzdem kann ein anderer oder eben der Partner sich vorne die Hände waschen oder Zähne putzen, weil das Waschbecken eben halt außerhalb des normalen Bades ist. Und es wird durch eine Schiebetür das Bad und eine Plexiglastür wird dann das Bad geschützt, ne? Das also gegen Wasser. Also, und du hast eine wie nennt sich das? Eine Toilettenbank. Genau, Toilettenbank heißt das. Ne? Also du hast das wirklich sehr breit. Ich sage immer dann so im Spaß, da kann ich dann auch mal eine Bildzeitung lesen, ohne dass ich mit den Ellbogen irgendwo gegen die Wände komme. Da hast du wirklich Platz. Ist also wirklich ein sehr großes, geräumiges Bad. Das haben wir dann aber auch noch wieder hückelig gemacht. Mit ordentlich Deko, Thomas? Ja. Wir haben bei uns im Badezimmer bisher nur eine Blume. Ich glaube, ich muss mir ein paar Inspirationen von euch holen. Ja, was ich richtig cool finde, ist, wie heißt die vor die Wand von Ikea? Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, Skardis oder Skordis. Ja. Das ist diese Lochplatte, die gibt es in drei verschiedenen Größen und in drei Farben. Ne? Schwarz, Grau und Weiß. Okay, haben die auch schon gemacht? Nee, die war, glaube ich, lackiert. Ja. Und wir haben die dann natürlich in Pepper-Kupferfarben haben wir die lackiert. Und die sind mit den Klebeschrauben befestigt. Also wir versuchen trotzdem weiterhin immer in unserem Fahrzeug so wenig wie möglich irgendwo was anzuschrauben. Ja. Nicht, weil wir das irgendwie mal verkaufen wollen und keine Löcher drin haben wollen. Also wir wollen schon alt werden in dem Fahrzeug, aber einfach so vom Kopf her. Ne? Also wenn es irgendwie anders geht, dann befestigen wir es anders. Und das ist mit Klebeschrauben. Da ist dann auch eine Lichtleiste hinter, die dann mit per Bewegungsmelder gesteuert wird. Das heißt, wenn du nachts zur Toilette gehst, brauchst du kein Licht anschalten. Es geht von alleine an und das Lochbrett ist von hinten beleuchtet, sodass durch die Löcher das Licht scheint. Du hast also ein ganz angenehmes Licht im Bad. Blendet nicht, kannst also im Grunde genommen weiter schlafen, während du deinen Toilettengang machst. Ja, man das kennt ist, das ja, ne? Der Partner steht ja, nachts auf, macht Flutlicht an. Genau, ne? Und dann sind alle wach, ne? Also. Das haben die Thomase so an sich. Ja, ne? Ja, ah, okay. Die können das. Ja. Auch da haben wir unser Mosaik wieder geklebt, als Spritzschutz, als Wasserschutz und auch wieder Optik. Die Farben auch wieder vom Pepper mit dabei. Genau. Was ich auch richtig schön finde, ist der Kleiderhaken hier oben. Der ja, ist ich kann echt ja mal zeigen hier. Das ist dann, haben wir auch dann natürlich geguckt, dass man da dann die Farben wieder findet, das Anthrazit und das. Mit dem Holz, man kriegt das immer nicht ganz genau hin, ne? Aber ich finde, es passt. Es passt, der helle Ton ist ja, hier genau, mit drin. Der ist mit drin, genau. Ja, und in unser Schlafbereich, wir sind so verrückt, wir haben sogar Bilderrahmen im Schlafzimmer, obwohl das nur ein Camper ist. Also ich will nachts den Hegelschriftzug vor Augen leuchten haben von den ganzen Hegelschildern hier. Da arbeiten wir noch dran. Also man sieht immer wieder, was ich ja vorhin schon meinte, überall irgendwie ein bisschen Hege. Also genau. Der Hege ja, ist wichtig, nicht nur Hege, der nee, Hege lebt aber, auch im aber Jahr. Wichtig war für uns eben halt auch dann dieser Spruch darunter, weil der genau zu uns passt. Das ist eben das, was wir so leben und versuchen auch ja, nach außen zu tragen.
Also die Liegeecke ist echt schön. 1,40 Bett ist das, ne? Ja. Das ist 1,40, ja. Ja, ist 1,40, wie schon gesagt, wir kennen das so. Das ist für uns kein Problem. Das mag für den einen oder anderen zu wenig sein. Dafür gibt es eben halt die anderen Modelle, ne? Aber dann hast du wieder ein anderes Bad. Das ist so. Ja, wir hatten ja damals den MEG und dadurch hatten wir zwei Einzelbetten, die man zu einer Liegewiese machen konnte. Mhm. Aber dadurch hatten wir das kleinere Bett, ne? Ja, genau. Kleinere Bad. Ah. Kleinere Bad, genau. Und wie ich vorhin schon sagte, für uns waren wichtig die beiden Kleiderschränke. Jetzt, wo du mit deinem Rücken stehst, das ist ein Kleiderschrank, der hat 5 Böden. Da passt also viel rein. Auch mit automatischem Licht, machst den Schrank auf, alle Fächer sind beleuchtet, dass du dann da nicht noch irgendwie ein anderes Licht anschalten musst. Hier einen richtigen Kleiderschrank mit Garderobenstange, kannst deinen Anzug hinhängen oder dein Kleid. Ja, das war für uns sehr wichtig. Und hier ist auch wieder ein Hege. Genau. Da, wo Thomas draufsteht, auch. Da unten auch, die Fußmatte. Willkommen bei Familie Hügge, ja. Ah, da fehlt noch eine Pfote. Ja, ja, das war ja noch nicht so vorauszusehen. Ja, das stimmt. Nee, aber ich muss echt sagen, der ist wirklich, das ist so ein Pepper. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir machen eine Roomtour von diesem Pepper, weil der echt mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet ist. Wirklich richtig schön und also groß. Also wirkt groß, gemütlich, schön. Habt ihr schön gemacht. Dankeschön. Das hören wir gerne, danke. Ja, man macht sich viel Mühe, man macht sich viele Gedanken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hauptsächlich, wir machen es ja für uns. Mhm. So, wenn es jemandem nicht gefällt, darf er uns das gerne sagen. Man ist ja auch nicht verpflichtet, das irgendwie nachzumachen. Aber wir kriegen sehr viele Anfragen von den Leuten, die dann fragen, so mal, wo bekommt man das und was hat das gekostet und gib uns mal einen Tipp und so weiter. Und das machen wir gerne, wenn man uns eben halt auf Instagram dann anschreibt. Da wäre ja die Möglichkeit zum Beispiel, wir verschicken die Links und sagen, wo man es am günstigsten einkaufen kann. Oder Tipps, wie man das vielleicht irgendwie einbauen kann. Also viele haben das ja auch, ich sag mal, nachgemacht. Das ist ja nichts Besonderes. Habt ihr das selber so gebaut? Oder? Nein, das haben wir auch gefunden, irgendwo in einem Möbelgeschäft. Da haben andere jetzt andere, ich sag mal, Kästchen hingemacht. Ist ja auch in Ordnung, die müssen ja nicht genau die gleiche haben. Aber die fanden die Idee toll, dass man das mit einem Klett macht und so weiter. Das sind so die Kleinigkeiten, wo dann die Leute sagen, Mensch, danke schön, ich habe mir jetzt andere Kisten geholt. Aber die Idee vom Grundsatz her finden wir gut und machen das dann ähnlich. Und da freuen wir uns immer, ne? Ja. Und wir gucken auch gerne dann eben halt, wir sind dann immer auf der Suche bei den anderen Campern, egal jetzt welches Modell sie fahren, das muss ja kein Pepper sein, ob die noch irgendwelche tollen Ideen haben, wo wir dann auch sagen, Mensch, das können wir irgendwie, ja, da haben wir die Farbe wieder, abkupfern. Abkupfern. Pepperkupfer. Das Kupfer vom Pepper. Ja, also wenn euch das interessiert, verlinken wir mal eure Instagram-Seite unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und nachfragen, wenn ihr Fragen habt. Ich glaube, du darfst jetzt dicht auch den blaugleichen Knopf drücken, weil sonst hast du gleich einen weggetauten Thomas. Weggetaut Thomas. Warte mal, ich mach mal. Luft, wir brauchen Luft. Wir brauchen Luft, ja. Wir brauchen Luft. Wir brauchen Luft. Guck mal, wird gleich angenehmer. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man uns noch hört. Doch, ja, das funktioniert. Okay. Gut, dann verlassen wir den heißen Hege mal. Oh, der bringt aber was, der Ventilator. Ja, also der ist wirklich, den haben wir jetzt seit einer Woche. Es ist wirklich toll. Max-Fan ist wirklich, wirklich super, ja. Super Sache. Ja. Was ich noch mal sagen wollte, da kommen wir jetzt schlecht ran, weil wir ziemlich dicht an der Hecke stehen. Achso, wir können auch mal nach vorne gehen, dann kommen wir da vom Lüfter weg. Thomas kommt gar nicht mehr aus dem Deko-Paradies raus. Nee, dann kann er ja alles aufschreiben. Nachher wird. Nein, wir haben ja, also ist immer ein Tod musst du sterben. Und das ist halt natürlich bei dem MF. Wir haben die kleinere Heckgarage. Mhm. Das haben wir aber von Anfang an gewusst. Wir haben deswegen damals die Anhängerkupplung mitbestellt. Und die Heckgarage ist von der Sache her eigentlich gar nicht kleiner. Weil die Heckgarage geht tatsächlich bis hierhin. Also sprich 2 Meter lang. Deswegen kannst du von drin auch das Bett hochklappen. Du kannst von drin an die Heckgarage ran. Du hast nur die Höhe nicht. Du kriegst keine Fahrräder rein. Das ist im Grunde genommen der einzige Nachteil. Wir haben aber trotzdem hier drin ein Schubladensystem, was wir ausziehen können. Das haben wir trotzdem hier eingebaut. Und was wir auch eigentlich eine ganz tolle Idee fanden, wir haben hier 2 Meter KG-Rohr drin. Und in diesem KG-Rohr haben wir unsere Markisenbanner aufgerollt, reingeschoben. So, dass, wenn du das Markisenband, das kann ja auch mal nass sein, wenn du es abbaust. Und dann kannst du es in dieses Rohr reinschieben, nach Hause fahren, auspacken, zum Trocknen wieder ausbreiten. Aber du hast es geschützt in diesem Rohr. Und wenn du andere Dinge in die Heckgarage legst, obendrauf, brauchst du keine Angst haben, dass du vielleicht mit einem spitzen Gegenstand oder sowas deine dein Markisenbanner beschädigst. Mhm. Also, du kannst schwere Sachen auf das KG-Rohr oben rauflegen. Also
weiß nicht, wenn mein Schatz mir mal den Schlüssel gibt, dann kann ich das hier noch mal ganz kurz. Hat sie das gehört? Ich weiß nicht, ob sie das gehört hat. Hast du einmal den Schlüssel? Trink mal jetzt was. Jetzt ist was Kaltes zu trinken, ja, hier. Guck. Ich reich mal durch. Ach so, das soll doch für euch sein, ne? Nee. Hast du den Schlüssel? Sie hat vier. Für alle. Jetzt gibt's erstmal was zu trinken. Ja. Das ist lieb. Vielen Dank. Ja, dann machen wir mal kurz Schleichwerbung. Mach mal den Schlüssel. Zuckerfrei. Ja, das ist zu spät. Du kannst ja mal auf diese Seite kommen, dann. Wie schon gesagt, ich kann das hier nicht ganz aufmachen, ja, aber das macht nichts. Nur mal so von der Sache her. Tja, hast Pech gehabt, du hängst da fest jetzt. Er ist jetzt wahrscheinlich auch von hinten gleich. Wenn du da mal guckst, da siehst du das Schubladensystem, was ja auch bekannt ist. Das haben ja viele Camper. Und dann haben wir eben halt dort zwei KG-Rohre. Und da ist eben halt, da kannst du dann deinen Besenstiel mit reinschieben. Alles so Dinge, wo man nicht weiß, wie man die nachher verstauen soll. Und eben ganz wichtig, dass die dann geschützt sind hier. Ne? Struktur kann teilweise so simpel sein. Ne? Ja. Kaufst du. Guck dir das mal an. Schon auf, pass auf. Das ist ja auch ganz oft so, man kauft sich ja ein Fahrzeug und man fängt dann ja auch erst an, das fertig zu machen. Also das einfach zu individualisieren, ne? Ja. Also nachträglich alles vorzubereiten. Weil kein Fahrzeug, was man von der Stange kauft, ist direkt für einen perfekt. So, jetzt machen wir noch einmal richtig Schleichwerbung. Ja, jetzt machen wir noch mal. Ich mach mal den Finger drauf hier. So, Prost. Prost. Vielen Dank für euren Besuch. Wir haben zu danken. Und wir hoffen, dass wir Thomas bekehren konnten, dass er ein bisschen mehr Deko hat, ne? Wir werden nachfragen. Ja. Ich bin da immer noch ein bisschen, wenn die Deko gut verstaut ist und die nicht im Weg steht, dann finde ich Deko gut. Ja. Aber wenn man irgendwo hingehen will, dann muss erstmal immer Deko zur Seite räumen. Ja. Die 8 Kissen hinten im Schlafbereich, dann finde ich es ein bisschen anstrengend. Ich habe schon 2 zu Hause. Ja, da bin ich bei dir. Bei den Kissen sage ich auch immer, das könnten 2, 3 weniger sein, weil die musst du tatsächlich wegräumen. Die legen wir dann vorne auf den Fahrersitz oder so. Damit schaffe ich ja nicht mit den Kissen. Aber zu Hause gelassen. Ja, wir haben schon reduziert. Obwohl, so wie ihr das gelöst habt, also ihr habt ja nirgendwo wirklich was im Weg stehen von der Deko. Nein, also das ist alles gut verstaut, alles stehen. Ja. Dann finde ich Deko gut, muss ich wirklich sagen. Also wir würden jetzt das Kabel abziehen, einsteigen und losfahren. Ja. Da wird nichts beiseite geräumt, irgendwie in die Schränke oder irgendetwas, gar nichts. Nix. Das bleibt alles so. Ja, so macht Deko Spaß, ne? So macht Deko Spaß. Also wenn ich mir erst jetzt irgendwie eine Kiste raufholen müsste und wenn ich stehe, immer erstmal alles irgendwie hinstellen, da würde ich durchdrehen. Das, also hätte ich vielleicht einmal gemacht, aber nicht zum zweiten Mal. Ja, dann bleibt die Kiste zu Hause. Genau, dann bleibt es zu Hause. Ja. Da habe ich keinen Nerv drauf. So, und was wir jetzt nicht zeigen können, aber vielleicht, wir freuen uns immer, wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir werden dann angesprochen. Das kommt dann doch ja das ein oder andere Mal vor. Wenn wir natürlich dann unsere Markise ausgefahren haben, dann geht es draußen hügelig weiter. Dann wird da natürlich auch dekoriert. Da haben wir auch dann viele Dinge, die dann jetzt in der Heckgarage sind, aber da geht es weiter. Oder meine Enten. Die bunte oder die RGB-Beleuchtung dran, oder? Ja, das ist aber Marke Eigenbau. Wir hatten ja einen Markisenschaden gehabt letztes Jahr im Sommer auf der Insel Römmel. Und vorletztes Jahr, ein Sturmschaden und brauchten eine neue Markise. Und dann haben wir uns überlegt, wir bauen uns da jetzt eine eigene Markisenbeleuchtung, einen LED-Streifen, Handy gesteuert. Oder sieht man gar nicht, dass da LED-Streifen dran. Ja, das ist ein halbrundes Aluprofil mit einem Milchglas-Plexiglas-Abdeckung, also Plexiglas wie heißt das? Milchplexiglas, weiß ich nicht. So, und das wird darauf gesteckt, das gehört zusammen, das Set. Und da ist einfach nur ein Lichtstreifen eingeklebt. Und der Lichtstreifen, den Strom holen wir uns dann über den Kühlschrank. Ja, und dann wird es über Handy gesteuert und dann kannst du da dein Lichtlein anmachen. Das ist richtig gemütlich, wenn man vorm Fahrzeug sitzt. Also wir haben das ja auch und wir wollen die Markisenbeleuchtung gar nicht mehr missen. Ja. So, jetzt haben wir. Hier ist wirklich Name Programm, ne? Ja, definitiv. Jetzt haben wir wirklich mal alles gezeigt. Ihr habt uns so viel Zeit geschenkt, das alles zu zeigen. Und ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass wir das zeigen dürfen. Wir haben zu danken. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr noch Interesse habt, an dem Pepper-Treffen teilzunehmen, unten in der Videobeschreibung sind die Kontaktdaten. Da könnt ihr euch dran wenden. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr den Weltrekord schafft. Wir sind guter Dinge. Im Augenblick sieht das gut aus. Also doch, sieht gut aus, dass wir es schaffen werden. Schafft ihr. Schaffen wir. 9. bis 15. Juli und der Weltrekord am 11. Juli. Genau. Muss allerdings ein Pepper sein. Das ist leider vom Guinness Buch der Rekorde so vorgegeben. Also wir freuen uns über Zuschauer, Besucher, aber es müssen Pepper sein. Also wie ich sagte ja vorhin, es gibt 3 Stück. MG, MEG, MF.
Die müssen es leider sein, weil das war die Vorgabe vom Guinness Buch der Rekorde, dass dieses Peace-Logo gestellt wird mit der gleichen Baureihe, mit den gleichen Fahrzeugen. Aber es ist egal, ob ich ein Peugeot habe, ob das ich ein Fiat ja, oder Mercedes. Mercedes oder so, das ist egal. Ne? Aber eben, ich sag mal, erkennbar als Pepper. Meistens steht es ja drauf, wenn man es nicht abgemacht hat, aber das ist die Bedingung vom Guinness Buch der Rekorde gewesen. Und das ist auch das, was das ein kleines bisschen schwer macht, weil, ich sag mal, wenn ich jetzt gesagt hätte, wir wollen am Strand 200 Fahrzeuge stellen, egal welcher Marke, die sind jeden Tag auf Römmel. Ja. Dann, das wäre nicht das Problem. Aber jetzt, ich sag mal, genau die gleichen Fahrzeuge zu finden, das ist schon die Herausforderung. Und deswegen kommen die auch aus ganz Europa nach Dänemark. Das, ja, wir wären auch dabei gewesen, hätten wir unseren Pepper noch gehabt, ne, Thomas? Ja, ihr könnt euch einen doch mieten. Für das Wochenende. Wir mieten uns einen Pepper fürs Wochenende. Ja, ne? Ja, so, dann vielen lieben Dank. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. Even if we go all out and break us down, we could work it out. We're like Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down.